Aber ja, Sie haben gerade mit Sportdeutschland TV die Spiele der Handball-EM übertragen. Natürlich alle, bis auf die Deutschen, die liefen ja bei ARD und ZDF. Aber wie fällt denn jetzt Ihre Bilanz aus? Die Handball-EM war einfach ein Riesenevent. Nicht nur natürlich von der sportlichen Seite her, auch da auch nochmal unser ganz herzlicher Glückwunsch an das Handball-Nationalteam, sondern natürlich auch vom Zuschauerinteresse. Ich meine, wir wissen, Handball ist nach dem Fußball eine sehr, sehr beliebte, sehr große Sportart in Deutschland. Das hat sich natürlich auch für uns als Sportdeutschland TV niedergeschlagen. Wir haben, und da freue ich mich, das sagen zu können, im Januar erstmals die Marke von 1 Million Zuschauer in einem Monat geknackt. Da hat die Handball-EM, aber natürlich auch andere Sportveranstaltungen einen ganz großen Anteil dran. Und wie gesagt, da bin ich sehr, sehr zufrieden damit. Man hat ja gesehen, beim Handball werden wahre Heldengeschichten geschrieben, gerade jetzt mit den deutschen Spielern. Ist das ein Bereich oder eine Sportart, in die Sie auch weiter investieren wollen? Klar, ich meine, Handball ist ein Sport, der die Zuschauer interessiert. Es gibt natürlich auch viele, viele andere und das ist ja auch unser Ansatz, wirklich die Vielfalt in die Sportberichterstattung zu bringen. Das bedeutet aber nicht, dass man nur kleine Sportarten bringt, sondern gerade die Mischung macht es, glaube ich. Also ein Highlight wie eine Handball-EM, wie eine Volleyball-WM, die wir vor einiger Zeit schon zeigen konnten, Grand Prix, aber letztendlich eben auch die Sportarten, die vielleicht medial bislang in der zweiten Reihe stehen, die sich aber auch gegenseitig, glaube ich, sehr, sehr schön ergänzen können und ein tolles, attraktives, spannendes Sportprogramm für Sportfans auf Sportdeutschland TV bringen und ergänzen. Inwieweit ist Fußball ein Thema für Sportdeutschland TV? Fußball ist natürlich für Sportdeutschland erstmal ein Riesenthema, wenn nicht sogar das Thema. Für Sportdeutschland TV ist es insoweit ein Thema, als dass wir natürlich auch sagen, auch der Fußball ist ein sehr, sehr wichtiger Part, auch den wollen wir nicht aussparen. Aber letztendlich, Fußball ist Teil dieser sportlichen Vielfalt, der wir uns verschrieben haben und wo immer wir einen Sport, sei es Fußball, sei es Handball, sei es eine Volleyball-Bundesliga, eine Tischtennis-Bundesliga oder eben auch Einzelevents zeigen können. All das spielt bei uns letztendlich die gleiche Rolle, ist für uns gleich wichtig und ich freue mich immer, wenn wir Sport zeigen können auf der Plattform live oder on demand. Schauen Sie sich dann auch die Ausschreibung der Bundesliga-Rechte, die jetzt ansteht, etwas genauer an oder sagen Sie, da haben wir keine Aktien drin? Da haben wir keine Aktien drin, um es ganz offen zu sagen. Ja, was man, denke ich, sieht, ist, dass so digitale Sportplattformen wie Sportdeutschland TV immer bedeutender werden, weil ja auch der Sport immer digitaler wird. Wie schätzen Sie da jetzt die Entwicklung ein, die auch in diesem Jahr ansteht, im Olympiajahr 2016? Ja, Olympiajahr ist natürlich immer ein super Aufhänger, um genau diese sportliche Vielfalt auch in den Mittelpunkt zu stellen. Das weiß jeder, dass bei den Olympischen Spielen Sportarten auch im Blickpunkt der Medien stehen, die eben ansonsten nicht so präsent sind. Wo wir aber natürlich mit unserer Botschaft, Sport ist in seiner ganzen Vielfalt unheimlich faszinierend, auch sehr schön uns darstellen können, sehr schön die sportliche Plattform auch die sportlichen Inhalte darstellen können. Letztendlich aber auch durch die besondere Nähe zum Deutschen Olympischen Sportbund, zur deutschen Olympiamannschaft, dort auf unserer Plattform auf Sportdeutschland TV einiges zeigen wollen, was diesen olympischen Gedanken auch mitbringt und mitspielt. Und ich glaube, das ist auch im Vorfeld oder auch im Nachgang der Olympischen Spiele ein sehr interessantes Thema, dort mal vorbeizuschauen. Welche Schwerpunkte wollen Sie da setzen, gerade beim Thema Olympia? Also wir werden natürlich, wie gesagt, diese Nähe zur Olympiamannschaft nutzen, um beispielsweise einige Formate zu entwickeln, die nicht unbedingt die Wettkämpfe im Mittelpunkt sehen, sondern beispielsweise den Weg dahin, wie Sportler und Sportlerinnen trainieren, sich quälen für diesen großen Traum. Ich glaube, egal welchen Sportler, welche Sportlerin sie fragen, dort heißt es immer, ich möchte zur Olympia, das ist eines der größten Sportereignisse überhaupt. Und das zu begleiten, ist schon an sich sehr, sehr spannend. Zum einen die Menschen, die im Sport aktiv sind, zum anderen aber eben auch die Sportarten, die dort präsent sind, eben auch mal zu beleuchten. Vielleicht auf eine etwas innovative Weise suchen Sie einfach mal auf Sportdeutschland TV nach Gold trifft Goldhoffnung. Das ist ein Format, das wir entwickelt haben, um genau dieses Ziel zu erreichen. Welche Rolle spielt es dabei, dass Sie mit ProSiebenSat.1 ja einen der größten europäischen Medienkonzerne im Rücken haben? Inwieweit hilft Ihnen das dabei, Ihre Content-Strategie zu verfolgen? Also die Zusammenarbeit, die Beteiligung von ProSiebenSat.1 ermöglicht uns natürlich ganz neue Perspektiven. Dieses Thema Sport, Sportvielfalt nochmal größer zu denken, auch weiterzuentwickeln. Wir hatten ja durch den DOSB auch bisher schon einen Partner, der sehr nah am Sport ist, aber jetzt mit diesem ja,
Media-Powerhouse ProSiebenSat.1 mit an Bord, wo Sport eben auch eine sehr, sehr große strategische Rolle spielt, ist es für uns einfach eine Möglichkeit, neue Ansätze zu finden, auch beispielsweise im Sportrechtebereich uns mehr zu engagieren, dort eben beispielsweise Themen wie eine Handball-Europameisterschaft auch bei uns auf der Plattform mit zu begleiten und auch in einer sehr großen Breite und Vielfalt zu begleiten. Gibt es denn schon konkrete Ansätze, Sportdeutschland TV auch irgendwie ins klassische TV zu bringen, da mit ProSieben sich zu vernetzen? Also aktuell setzen wir natürlich voll auf die digitale Schiene. Ich glaube auch, dass das gerade, wenn man sich Nutzungsverhalten anschaut beispielsweise und Zielgruppen anschaut, eine sehr spannende Plattform ist. Wir sprechen natürlich mit Kollegen auch im Hause ProSieben Sat.1, wo es Schnittmengen und Ansatzpunkte gibt, die Bilder, die wir ja nun mal haben, die es ja vorher gar nicht gab, auch an der einen oder anderen Stelle möglicherweise im Fernsehen zu zeigen. Wir werden uns aber weiterhin ganz klar auf das Internet als Distributionsmedium konzentrieren. Und wahrscheinlich werden Sie sich auch weiterhin auf die Werbevermarktung als Monetarisierungsquelle Nummer 1 konzentrieren, oder gibt es auch Überlegungen in Richtung Subscription Services, Paid Content etc.? Also ist ganz klar, wenn wir Sport dem Zuschauer zeigen wollen, auch in seiner großen Vielfalt zeigen wollen, muss sich das Ganze finanzieren. Ich glaube, das ist auch bei den Zuschauern durchaus schon akzeptiert und da steht bei uns die Werbung ganz klar im Mittelpunkt. Wir wollen natürlich Werbung auch so machen, dass sie sportkompatibel ist, sage ich mal, und für den Zuschauer auch in Ordnung ist. Letztendlich die Partner und Sponsoren auch damit ihre Marken ansprechend und in diesem emotionalen Umfeld Sport gut präsentieren können. Andere Monetarisierungsquellen werden wir natürlich im Blick behalten. Letztendlich ist das immer eine Frage, wie sehen die Zuschauer das? Was wünschen die sich? Wünschen die sich Möglichkeiten, vielleicht auch mal was werbefrei zu gucken, was in einer besonders guten Qualität zu gucken? Auch da sagen wir jetzt von Anfang an nicht nein, aber ganz klar, im Moment steht die Werbung im Vordergrund, um Sportdeutschland TV und die Inhalte zu finanzieren. Können Sie denn was sagen, wie es auf Umsatz- und Erlösseite aussieht bei Sportdeutschland TV oder bei der DUSB New Media allgemein? Ich kann natürlich, mache ich aber nicht. Vielleicht beim nächsten Mal. Dann vielen Dank für das Interview, Herr Bayer.